Hallöchen Minecrafter und willkommen zu einem neuen Erklärungsvideo bzw. zu einer Erstvorstellung. Nämlich handelt es sich hier um den Tamagotchi von mir und meinem Bruder Psychogear. Link wie immer oben. Einfach draufklicken, dann kommt ihr zu seinem Kanal. Ja. Diesen Tamagotchi haben wir noch nie gezeigt bzw. quasi noch nie darüber geredet, weil er Teil eines Redstone-Contests war, bei dem mein Bruder eigentlich alleine teilnehmen sollte, wo ich ihm allerdings zeitweise geholfen habe. Nicht, weil er es nicht alleine geschafft hätte, aber zwei paar Augen sehen bekanntlich mehr als ein paar Augen. Ja, ich habe ihm kurzerhand geholfen und durch unsere beiden sehr kreativen Ideen ist dann dieser Tamagotchi hier entstanden. Es war tatsächlich Aufgabe des Redstone Contests, einen funktionierenden Tamagotchi zu bauen, was wir zum Glück auch geschafft haben. Ja, nicht lange quatschen, ich führe ihn euch mal vor. Wir haben hier die Kommandozentrale quasi, es ist relativ alles ja, relativ klein gebaut. Wir hatten nur eine Woche Zeit, um es zu bauen, und da ich arbeiten muss und mein Bruder zur Uni geht, hatten wir wirklich nur begrenzt Zeit, um das Ding hier zu bauen. Naja, genug gelabert, ich schalte es mal ein. Ja, das ist jetzt der Tamagotchi, so wie ich ihn das letzte Mal ausgeschaltet habe. Nämlich in fröhlichem Zustand und mit einem Haufen Scheiße in der Ecke. Ja, hier am Rand, diese Redstone-Lampen sollen Herzen symbolisieren. Sehen jetzt zwar nicht besonders gut aus wie Herzen, aber man kann es doch erkennen. Das heißt, das hier ist die Lebensanzeige des Tamagotchis. Wie viel Leben er noch hat. Und hier links, diese Balken, die zeigen an, wie hungrig der Tamagotchi ist. Jetzt gerade hat er drei eingeschaltete Balken. Das heißt, oh, jetzt sind es vier geworden. Er hat vier Balken Hunger. Und wie ihr sehen könnt, weil er gerade Hunger bekommen hat und weil er einen Haufen Scheiße in der Ecke hat, ist er unglücklich geworden. So, und je unglücklicher der Tamagotchi wird, desto mehr Leben verliert er. Und irgendwann hat er kein Leben mehr und stirbt. Ja, dann wird er natürlich instant neu gespawnt, so wie wir es unter Kommandozentrale kennen. Ein neues außerirdisches Wesen wird zur Erde geschickt in Form eines Eis, das werde ich gleich noch zeigen. Ja, rein theoretisch können wir den Tamagotchi jetzt einfach schon verhungern lassen, beziehungsweise ihn töten. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Ich werde ihn erstmal füttern. Snack. Ich gebe ihm einen kleinen Snack. Oh fuck, er ist krank geworden. Ja, wir haben einen eingebauten Zufallsgenerator gebaut. Ist jetzt lustig, dass es direkt beim ersten Mal drücken passiert. Wir haben eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 6, glaube ich, beim Drücken, dass der Tamagotchi dabei krank wird. Das ist zwar ein bisschen hoch, aber wir wollten halt der Jury so gut wie es möglich vorführen, dass er tatsächlich krank werden kann. Ja, diese Punkte da symbolisieren Pickel oder Pusteln oder wie auch immer. Wenn ich ihn jetzt heile, also dadurch, dass er krank geworden ist, ist er natürlich total wütend geworden und traurig. Das heißt, wie ihr sehen könnt, hat er einen heulenden Mund. Deswegen werden wir ihn einfach mal heilen. Heal. So, Pusteln sind weg. Und er ist wieder glücklich, weil er noch genug zu essen. Also er hat nicht mehr so großen Hunger. Aber er hat immer noch Scheiße in der Ecke, deswegen wasche ich ihn einfach mal. Ich drücke mal auf Wash. Tada! Die Scheiße ist weg. Also er scheißt in regelmäßigen Abständen, wenn er Hunger hat. Wenn er keinen großen Hunger hat, also wenn er gesättigt ist, dann scheißt er hier in die Ecken voll. Das symbolisiert quasi, wie dreckig er ist, also wie ungepflegt. Und je ungepflegter, desto wahrscheinlich ist auch die Krankheit. Ich glaube, das geht dann auf 1 zu 4 hoch. Das hat er schon wieder geschissen. Und desto schneller verliert er auch an Leben. So, ich gebe ihm nochmal was Großes zu essen, ein Meal. Und der ist wieder krank geworden, Wahrscheinlichkeit war hoch. Scheiße. Ja, so viel zum Thema Wahrscheinlichkeit 1 zu 6. Es kann auch sein, dass wir die letztes Mal runtergesetzt haben. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Deswegen nochmal Heal. Ja, das ganze Prinzip ist relativ einfach und relativ simpel aufgebaut. Wir haben uns auch keine große Mühe damit gemacht, das Ding besonders schön zu bauen. Es muss halt schnell fertig werden. Deswegen ist das auch nur ein Smiley und kein tolles Gesicht. Obwohl es doch relativ gut aussieht, finde ich. Naja, ich werde euch mal das System dahinter erklären. Ne, mache ich noch nicht. Erstmal zeige ich euch, wie es aussieht, wenn ich einen neuen Tamagotchi spawnen lasse. Dazu drücke ich einfach New Game.
Hier steht's, New Game. Daraufhin wird der alte Tamagotchi gelöscht. Der Hunger wird gelöscht, das Leben wird auf Null zurückgesetzt, also er hat wieder volles Leben. Und ein Ei erscheint. Das gleiche passiert, wenn das Tamagotchi gestorben ist. Also wenn die Lebensanzeige auf Null gefallen ist, dann ist er instant tot. Wird also auch direkt neu gespawnt als Ei, so wie wir es vom Tamagotchi kennen. Und jetzt dauert es eine gewisse Zeit, da sehen wir schon, da kommen schon die ersten Risse. Es dauert eine Zeit, bis das Tamagotchi schlüpft. Ich glaube, das ist ungefähr eine Minute oder so. So viel muss ich euch jetzt noch voll labern. Jetzt werden hier gleich noch weitere Risse erscheinen. Und ich glaube, nach dem dritten Mal spawnt dann auch das Tamagotchi. Also unser lachendes Smiley. Wir hatten auch ursprünglich vor, ein tolles Gesicht zu machen. Oder irgendein schönes Monster. Ist uns dann allerdings nicht gelungen, weil es einfach zu viel Zeit gekostet hätte und wir mussten fertig werden. Ja, das Ei hat schon derbe viele Risse bekommen und jetzt gleich müsste eigentlich ein sonnenstrahlender Smiley spawnen. Na komm. Lass dir nicht so viel Zeit. Ja, da ist unser Sonnenschein. Unser Liebling. Er ist glücklich, hat keinen Hunger und hat volles Leben. Wunderbar, so wünschen wir uns das. Ja, wir lassen ihn mal ein bisschen hungern. In der Zeit erkläre ich euch, wie es funktioniert. Wir haben ja hier vier Knöpfe. Einmal Essen, ein großes Essen, dann ein Snack, also kleines Essen, waschen und heilen. Ja, all diese Leitungen führen hier hinten in das System rein. Und hier kommt auch schon das komplexe System. Also, es ist nicht wirklich kompliziert, aber es ist auch nicht wirklich einfach. Wir haben hier einen von meinen, ja, von denen von meinem Bruder bekannten zwei Wegezählern. Oben wieder der Link, so wie beim Word-Prozessor. Ich werde jetzt nicht erklären, wie die zwei Wegezähler funktionieren. Guckt euch einfach das Video an, es ist ziemlich spannend. Er erklärt es ziemlich gut, wie die funktionieren. Auf jeden Fall können diese zwei Wegezähler einen einzigen Zustand, oh, da kam gerade schon ein Signal, einen einzelnen Zustand in zwei Richtungen zählen. Das heißt, wenn hier ein Input, ein kurzes Signal kommt für nach links zählen oder nach rechts zählen, dann zählt dieses Ding eins nach links oder eins nach rechts, je nachdem, wohin man zählen will. Ja, das hier müsste der Zwei-Wege-Zähler für Hunger sein. Ich glaube schon, ja. Dieser steht gerade auf der ersten Stufe. Das heißt, er hat 1 Hunger. Dieses 1 Hunger wird hier aufgeteilt in Querstreben, wie ihr sehen könnt. Das Signal von 1 Hunger geht bis hier zur fünften Leitung. Das geht ganz durch. Genau. Das heißt, alle diese Treppen hier werden aktiv. Und diese Treppen machen folgendes. Ach nee, das ist Leben. Entschuldigung. Es ist gar nicht Hunger, es ist Leben. Diese Treppen machen folgendes. Sie gehen hier an die Herzen dran. Das heißt, wenn er auf volles Leben steht, dann sind alle Herzen aktiv. Wenn er ein Leben abgezogen bekommt, dann sind nur noch die restlichen aktiv, wie ihr sehen könnt. Weil nämlich diese Aktivierungsleitung beim letzten ausgeht, wodurch die hier nicht mehr gepowert wird, wodurch das obere Herz ausgeht. Das muss ich mal kurz, bevor ich weiter erzähle, die Zeit auf Null setzen. So. Ja, wenn man den Tamagotchi nicht füttert oder wenn er unglücklich ist, also nicht wäscht oder wenn er krank ist, dann wird durch eine Clock Leben in regelmäßigem Abstand runtergezählt. Das heißt, es wird hier immer nach links oder rechts gezählt. Das können wir hier sehen. Ich meine, das hier müsste nach unten zählen sein. Ja. Also, hier, dieses System ist hier hinten angeschlossen, mit verschiedenen Schaltern aktiviert oder deaktiviert. Und hier müsste irgendwo, na, wo ist es denn? Ah, genau, hier. Hier ist die Clock für Leben runterzählen. Hier haben wir nämlich die Clock, die sich anhalten lässt. Das heißt, wenn man den Tamagotchi ausschaltet, wird diese Clock ausgeschaltet. Oh, sorry, gegen meinen Schreibtisch gestoßen. Und diese ist an einen binären Zähler angeschlossen. Der binäre Zähler zählt einfach das ein Binärsignal nach oben. Ich glaube, wie viel Bit haben wir hier? 2, also 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt 2, 4, 6, 8, nee, 2, 4, 8, 16, 32 Möglichkeiten. Das heißt, dieser Binärzähler zählt bis 32 und fängt dann wieder von 0 an. Und sobald ein gewisses binäres Signal entstanden ist,
Ich glaube, hier können wir es anhand der Decoder sehen. Sobald das 32. Signal entstanden ist, geht diese Leitung hier oben aus. So wie jetzt gerade. Hier fehlt ein Redstone. Ah, wir haben den schneller geschaltet. Wir haben den Tamagotchi schneller geschaltet. Ja, jetzt ist es nicht mehr das Signal von vorher, sondern es ist jetzt irgendwie 15 oder was oder 20 das binäre Signal. Das heißt, nach jedem 20. Mal zählen, wird hier ein Signal durchgeleitet, beziehungsweise auch hier reingeleitet, welches den Hunger nach unten zählt und die Hungerleiste nach unten zählt. Die Hungerleiste hat nochmal extra so einen Zwei-Wege-Zähler. Das heißt, wenn Hunger nach unten gezählt wird, das haben wir hier, wie ihr sehen könnt, geht hier ein kurzes Signal rein, das heißt Hunger nach unten zählen. Bei jedem 30. Mal oder was bekommt er 1 Hunger. So, gleichzeitig wird auch nach jedem 30. Mal ein Signal in Leben verlieren reingeschickt. Das ist allerdings nur dann möglich, wenn diese Fackel hier ausgeht, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das ist hier dran gekoppelt an diesem System. Ah, das führt hier gerade nirgendwo hin, oder? Ah doch, das ist hier in dieses System gekoppelt. Nämlich, es soll immer nur bei jedem 20. Mal oder was Leben verloren werden. Und gleichzeitig ist es hier gesperrt. Das heißt, Leben soll nur runtergehen bei jedem 20. Mal zählen, wenn er mindestens, ich glaube, 5 oder 6 Hunger hat. Das heißt, hier wird runtergezählt von 10, glaube ich, 9, 8, 7, 6. Genau, wenn er dann beim 6. Hunger ist, verliert er Leben. Hier haben wir beim 3. oder 4., also wenn er 7 Hunger hat oder 8 Hunger hat, nochmal eine Extraleitung. Das bedeutet, dass der Decoder da hinten umspringt und dass er noch schneller Hunger bekommt. Das heißt, wenn er 7 Hunger hat, Entschuldigung, wenn er 5 Hunger hat oder mehr, dann wird relativ langsam das Leben runtergezählt. Wenn er längst ganz großen Hunger hat, dann wird noch schneller Leben runtergezählt. Das heißt, er stirbt schneller. Ja, das Ganze ist hier mit diesem System verbunden. Sieht sehr verwirrend aus, ist aber auch relativ simpel. Das hier war unser erstes Design für einen unären Zähler. Das haben wir mittlerweile besser drauf. Ging aber allerdings zu dem Zeitpunkt, wo wir den Tamagotchi gebaut haben, nicht besser. Und zwar treffen hier alle Leitungen von allen wichtigen Stellen in dem System zusammen, nämlich der Krankheitsgenerator, der sich hier befindet, den ich gleich noch erklären werde. Der, was war das hier nochmal? Weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall nochmal eine wichtige Stelle. Muss ich gleich mal nachgucken, was das war. Ja, wie viel Leben er hat, wie hungrig er ist. Ach so, ja genau, das ist, wie schmutzig er ist. Also wie viel Scheiß er in den Ecken ist. All diese Leitungen treffen hier in diesen unnären Zähler. Das heißt, jedes Mal, wenn sich ein Zustand ändert, wird hier ein Signal erzeugt und in diesen Zwei-Wege-Zähler geschickt. Welcher definiert, wie glücklich bzw. wie unglücklich der Smiley ist. Das heißt, alle Werte werden quasi zusammengerechnet, wie viel Scheiße da ist, wie groß der Hunger ist, ob er krank ist und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie viele dieser Werte zusammentreffen, ja, ändert sich der Smiley auf dem Bildschirm. Können wir hier sehen, wenn die ersten drei Werte aktiv sind, wird diese Leitung hier abgezweigt, dann geht diese Leitung hier nach unten, führt hier in unsere Raumeinheit vom Bildschirm, nämlich in diese Zeile hier. Na, wo ist es denn? Hier in die Seite. Das heißt, hier wird ein Signal reingeleitet. Und das hier geht dann in die Querstreben zu den jeweiligen Pixeln vom Bildschirm, was einen lachenden Smiley anzeigen lässt. Das heißt, bei relativ schlechter Laune, also bei, ja doch, bei relativ schlechter Laune, müsste der Zähler sich hier hinten irgendwo befinden. Dadurch wird dann zum Beispiel diese Treppe hier aktiv, die auch gerade aktiv ist. Das Signal reicht gar nicht bis nach ganz unten, warum nicht? Doch, reicht es. Ist ja mal umgedreht. So, und geht dann hier rein. Das hier müsste jetzt gerade das lachende Gesicht sein, glaube ich. Ich glaube, ich habe nämlich falsch rum erklärt. Ich glaube, hier vorne ist Lachen und da hinten ist Weinen. Bin ich mir aber gerade auch nicht ganz sicher. Ist aber auch eigentlich relativ uninteressant. Nee, Quatsch. Doch, es ist. Jetzt ist er gerade neutral, glaube ich, oder? Lachend? Nee, er lacht noch. Es ist da. Ja, man kann sich bei diesen Redstone-Schaltungen immer ein bisschen verhaspeln. Das hier hinten ist Lachen. Wir sehen es. Die restlichen zwei Leitungen sind aus. Die hier ist an. Das heißt, die einzige, die an ist, ist gerade der Smiley, der angezeigt wird. Das heißt, das hier ist Lachen. Und
Wenn mehr schlechte Werte dazugezählt werden, springt der Zähler irgendwann in diesen Bereich hier rein, wodurch diese Fallleitung hier angehen wird, wodurch der unglückliche Smiley, beziehungsweise, ja, das ist erstmal der neutrale Smiley angezeigt wird. Und danach kommt der unglückliche, wenn noch mehr Werte dazukommen, die ihn unglücklich machen. Ja, kommen wir mal zum Krankheitsgenerator. Und zwar haben wir da hinten einen Input-Detektor angeschlossen. Das heißt, egal welchen Knopf man drückt, also waschen, putzen, ist das gleiche, Entschuldigung, waschen, essen, also kleines Essen oder großes Essen. Jedes Mal, wenn man einen Knopf drückt, wird hier ein Signal in das System geleitet. Und hier wird dann ein kurzes Signal erzeugt. Oh, das ist eigentlich ziemlicher Schwachsinn hier. Keine Ahnung, warum das da ist. Ist ja auch egal. Und hier in diese Querstrebe geleitet. So, an dieser Querstrebe sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fackeln. Und je nachdem, ob sich das Signal gerade in einem von diesen 1, 2, 3, 4, 5 Leitungen befindet oder nicht, wird der Tamagotchi krank oder nicht. Das heißt, wenn hier gerade, wie ihr sehen könnt, anhand der Clock die Position richtig ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel jetzt kurz ein Signal reinsetze, ah, kann ich jetzt nicht, warte. So, jetzt müsste er krank geworden sein, rein theoretisch. Ich guck mal kurz nach. Er ist krank geworden. Ich wasche ihn mal schnell. Achso, ne, waschen bringt ja nichts. Er müsste ja. Dann ist die Scheiße weggegangen, aber ich muss ihn ja heilen. Heal. Ja, jetzt ist er neutral. Er hat großen Hunger, er verliert Leben. Gleich wird er wahrscheinlich irgendwann sterben. Ja. Das heißt, der Zufallsgenerator wertet aus, welche von diesen zufälligen Slots hier gerade aktiv ist, anhand eines Einwegezählers. Und wenn gerade zufällig diese fünf Dinger hier aktiv sind, wenn man ein Signal eingibt, dann wird hier hinten ein Redstone-Block rausgeschoben. Und das Signal davon wird dann abgeleitet. Ja, und hier unten in den Zähler geleitet, das heißt, es werden Unglücklichkeitswerte hinzugezählt. Das heißt, er zählt hier die Unglücklichkeitswerte hoch und kommt dadurch auf eine schlechtere Gesamtnote, das heißt auf ein schlechteres Gesamtergebnis, wodurch dann auch ein schlechterer Smiley angezeigt wird. So, jetzt ist unser Tamagotchi gerade gestorben. Rein theoretisch müsste es jetzt neu spawnen, wenn alles funktioniert. Jetzt kommt ein Ei. Er ist gerade verhungert und deswegen kommt ein Ei. Das liegt daran, weil er automatisch erkennt, wenn keine Herzen mehr da sind und nochmal eins runtergezählt wird, soll ein neues Ei spawnen. Ja, der Tamagotchi ist deswegen gerade so schnell gestorben, weil wir das System da hinten anhand dieses Binärzählers verkürzt haben. Wir haben also ein paar Binärwerte verändert, das heißt, er zählt nicht mehr bis 30 und zählt dann den Hunger hoch, beziehungsweise den Hunger runter, sondern er zählt dann nur noch bis 15. Ja, das führt dazu, dass er viel schneller ist, weil er halt die restlichen Binärwerte nicht zählen muss. Und deswegen stirbt er schneller. Okay, das Einzige, was ich euch jetzt noch nicht gezeigt habe, ist, wie er dreckig wird. Das ist das System hier hinten. Ach so, ja, genau. Was ich euch noch nicht erklärt habe, je dreckiger das Smiley ist, also je dreckiger das Tamagotchi ist, desto wahrscheinlicher wird, Zeit auf 0, desto wahrscheinlicher wird, dass er krank wird. Und zwar haben wir hier den Zähler fürs Dreckigsein, nämlich nach jedem Binärwert, also wieder eine Clock mit Binärzählern, nach jedem, weiß ich gar nicht, 1, wo ist das denn hier an? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bit. Also nach jedem siebten Durchlauf von 7 Bits, das sind 2, 4, 8, 16, 32, 64, oder? 2, 4, 8, 16, 32, 64 Bit. Ne, 64 Möglichkeiten, Entschuldigung. 64 Möglichkeiten, also nach jedem 64. Mal Redstone-Signal wird hier ein Signal reingeleitet, das heißt, er wird dreckiger. Er steht hier momentan auf Stufe 2. Das heißt, er ist zwei oder hat einen Dreckhaufen gerade.
Das bedeutet, eine Leitung wird hier abgezweigt. Und wenn eine Leitung, wenn er einen Dreckhaufen hat, kann diese Leitung hier ausgehen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist 1 größer, dass er dreckig werden kann. Weil nämlich jetzt diese Leitung hier Krankheit generieren kann, diese Leitung und diese Leitung. Das heißt, wenn die zufällige Clock beim Eingeben einer Taste gerade zufällig auf dem hier steht, auf dem hier steht oder auf dem letzten, kann er krank werden. Bei diesen drei hier nicht. Wenn er allerdings kranker wird, dreckiger, oh mein Gott, jetzt bin ich selber schon verwirrt. Wenn er also dreckiger wird, wenn er zum Beispiel jetzt diesen Dreckigkeitsstatus hat, dann sind zwei Leitungen aktiv. Das heißt, diese Leitung hier kann auch ausgehen, weil diese Fackel hier ausgegangen ist. Er hat also eine Möglichkeit mehr, krank zu werden. Das heißt, je dreckiger er ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er krank wird, wenn man einen Knopf drückt. Ja, soweit so gut. Der Smiley ist wieder neutral, weil er zwei Kackhaufen hat und ein bisschen Hunger. Wenn ich ihn jetzt füttere, sollte er wieder glücklicher werden. Ich gebe ihm mal was Großes, ein Meal. Er ist krank geworden, weil die Wahrscheinlichkeit relativ groß war, weil er zwei Kackhaufen hatte. Und er ist unglücklich. Er schwankt gerade zwischen unglücklich und neutral. Wenn ich ihn jetzt wasche, müsste er eigentlich wieder neutral werden, ganz genau. Und wenn ich ihn heale, dann wieder glücklich. Jawohl. Perfekt. Er hat also kaum Hunger, ist nicht mehr krank, wurde gewaschen, ist also wieder glücklich. Das Ganze funktioniert relativ zuverlässig. Das einzige Problem in diesem ganzen System ist unser Unär-Zähler hier oben. Also das System, das die unären Werte der einzelnen Komponenten zusammenzählt und daraus dann den Glücklichkeitswert errechnet. Das ist relativ anfällig für Störungen, weil wenn mehrere Werte gleichzeitig gezählt werden, kann dieser Zwei-Wege-Zähler hier hinten gestört werden. Das heißt, ja, am besten würden wir das ganze System hier nochmal neu bauen, platzsparender und mit unserem neuen Design von einem Unär-Zähler. Dann würde nämlich auch keine Fehler passieren. Zum Glück sind jetzt während der Aufnahme keine Fehler passiert. Normalerweise ist es allerdings relativ häufig, dass Fehler passieren, weil dieses System hier einfach zu schnell gestört werden kann. Ja, das war's auch schon mit unserem Tamagotchi. Ich habe dieses Mal nicht ganz so ausführlich erklärt wie beim Word-Prozessor. Allerdings, ja, möchte ich auch jetzt gar nicht mehr so klar und deutlich jedes einzelne Bauteil erklären. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu einer Komponente und nicht wisst, wieso jetzt auf einmal irgendwas gemacht wird, dann schreibt mich einfach an oder schreibt einen Kommentar unter die Videos. Ich werde es gerne erklären. Ja, ich werde neue Videos aufnehmen von anderen Projekten. Den 3D-Scanner werde ich noch erklären, beziehungsweise mal einen groben Überblick schreiben. Und ja, see you soon, Leute. Und ja, übrigens, empfehlt mich weiter, wenn ihr Leute kennt, die gerne mit Redstone bauen, zeigt ihnen meine Videos und sagt ihnen, dass sie mich anschreiben können. Ich baue gerne mit anderen Leuten zusammen. Ich erkläre auch gerne, wie Redstone funktioniert. Ich bin, ja, erklärverrückt quasi. Vor allen Dingen gerne über Skype mit Ton. Schreiben finde ich immer tierisch ätzend. Also, wenn einer von euch oder einer von euren Freunden gerne ein bisschen was über Redstone lernen will oder mal ein Projekt mit mir anfangen will, immer gerne. Ich brauche immer so einen kleinen Anstupser, um Projekte anzufangen, genau wie das Redstone Contest. Deswegen schreibt mir einfach. So Leute, bis zum nächsten Video. Haut rein. Hallöchen Minecrafter und willkommen auf meinem Server und bei meinem ersten sprachlich begleiteten Redstone-Video. Ja, bis jetzt habe ich noch nie eins aufgenommen, weil ich einfach kein Mikrofon zur Verfügung hatte.